Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play The House of Da Vinci. Heute geht es weiter mit den Rätseln hier in diesem Raum. Wir kennen ihn noch. Eins von den Dingern ist noch unten. Wir schauen jetzt erstmal. Wir haben, glaube ich, letztes Mal das Teil bekommen. Wenn mich nicht alles täuscht. Metallzylinder mit Ringen. Und hier die leere Ampulle. Können wir die beiden miteinander kombinieren? Glaube ich nicht. Aber macht nichts. Wir haben das letzte Mal hier dieses Fach geöffnet. Und jetzt schauen wir, was hier drin ist. Geehrter Meister, mit großer Sorge habe ich bemerkt, dass ihr euch... Was? Anderen. Das habe ich nicht als A erkannt. Ich habe unteren, was? Nee, anderen, weniger vorteilhaften Forschungen widmet. Wir müssen euch daher einen Befehl erteilen. Ihr werdet angewiesen, diese Aktivitäten bedingungslos einzustellen oder uns eine zufriedenstellende Erklärung... Was? Oder uns eine zufriedenstellende Erklärung zu liefern. Ach, ihr werdet angewiesen, entweder einstellen oder Erklärungen zu liefern. Okay, bisschen seltsames Deutsch, aber okay. Also, schon richtig, aber seltsam zu lesen. Andernfalls bringt ihr euch in ernste Schwierigkeiten. Gezeichnet Celan. Das ist ein C, das ist ein E, ein F oder ein... Nee, ein F, ein S oder ein L. A... N. Celam, Cesan, Cefan, wie auch immer. Und einen Ventilmechanismus. Genau, und den können wir hier irgendwo draufsetzen. Genau, hier. Leere Ampulle. Und dieser Mechanismus. Also. Mechanismus. Ich meine, wir sehen hier. Das hier. Da drauf. Oh, aber. Ah. Okay. Ich wollte gerade sagen, das sind irgendwie so zwei so Scheiben und nicht nur die eine. So, jetzt müssen wir... Ach Gott, hätte ich mir merken können. Okay. Okay, man kann es nicht cheesen, indem man dann eine einfachere Form sich aussucht. Weil das Dreieck ist halt schon easy. So. Die Endstellung ist wichtig, oder? Ich hoffe mal nur die Endstellung, nicht dieses Ganze hin und her ist wichtig. Die Endstellung ist nämlich von klein nach groß, ein bisschen rechts, ganz links und leicht links. Ein bisschen rechts, ganz links, leicht links. Oder Moment, kann ich das nicht sogar so einstellen? Okay, ich kann das so einstellen. Sehr schön. Und wir haben... flüssigen Nebel. Ah. Jetzt hier. Und jetzt können wir pumpen. Jetzt können wir pumpen. Ein seltsamer Tank mit einer Pumpe. Jetzt können wir pumpen, oder? Ah. Keine Ahnung, ob das so richtig... Also es war richtig, aber es hat irgendwie nicht ganz korrekt gewirkt. Das ist okay, Pumpe. Okay. Ah, Moment, hier. Ah. Ja, okay. Und jetzt können wir hier den Zylinder reingeben, oder? Oder auch nicht. Oder auch nicht? Oder müssen wir den erstmal
noch irgendwie bearbeiten. Nee. Hier brauchen wir auf jeden Fall noch was für. Ich dachte, hier bewegt sich was, aber ich meine, hier bewegt sich auch was, aber das ist nicht Teil der Lösung. Hier oben mit dem. Nee. Ich kann da, ich klick überall drauf, aber... Okay, vielleicht haben wir irgendwo anders. Können wir hier noch drauf? Das können wir nicht weggeben. Hier war nicht... Ah! Wollte gerade sagen. Normalerweise sind dann irgendwo so kleine Dinger. Ja! Sehr schön. Bisschen seltsame Kamerafahrt, aber cool. Ah! Werkzeug in Form eines Gewichts. Oh. Oh. Und jetzt wahrscheinlich. Hä, habe ich alles? Ich habe alles rausgezogen. Okay, irgendwas ist damit noch nicht ganz korrekt. Oder müssen wir alle rein? Weil der hier ist irgendwie dran. Muss ich alle rangeben? Oder nur den auf der anderen Seite? Oder bewegt sich einer nicht mit? Doch, bewegen sich alle mit. Außerdem, den kann ich gar nicht verändern. Alle rausziehen klappt nicht. Da muss es vielleicht einer rein, einer raus sein. Oh, weil schade. Hier der... Nee. Kann alle außer den einen bewegen. Das schaut aus wie Norden mit der kleinen Pfeilspitze da. Moment. Nee, das gibt's leider auch nicht. Auch nicht. Okay, aber wir brauchen, glaube ich, irgendwo ein Gewicht. Oder. Ich glaube, irgendwo brauchten wir ein Gewicht. Hier nicht. Das reimt sich. Drüben bei dem Ritter. Nee, der Ritter war fertig, oder? Nee, der Ritter war hier oben noch. Ah! Ah! Okay, also das hier ist das, was fix ist. Dann eins daneben. Fast gegenüber von dem. Also wenn wir das mal so haben. Wir geben mal alle rein. Der Einfachkeit halber. So. Also so genau ist das jetzt. Das gehört... Nee. Das gehört raus. Das gehört raus und ich glaube das, oder? Ja. Ja! Na, okay, das, dass ich darauf gekommen bin, ist echt, bin ich echt stolz drauf. Okay.
Okay, das schaut so aus, als wäre... Ja, als wäre das sowas. Okay, ich denke mal, das wird jetzt nicht so schwer sein. Ja, okay. Ein geiler Flaschenöffner. Wobei, nee, nicht Flaschenöffner. Oder doch, Flaschenöffner gibt es auch diese auch schon. Aber schaut eher aus wie ein Dartpfeil. Ist aber ein spezieller Schlüssel. Der ist speziell, weil er da reinkommt, oder? Ah, nee, doch, wir wissen, wo der hinkommt. Ich glaube, mit dem müssen wir tatsächlich nichts machen. Weil der kommt doch da, der kommt doch auch beim Ritter da unten rein, oder? Hier. Genau. Genau. Und? Ich drehe mal zuerst in die falsche Richtung. Es ist bei mir, ist fast wie in echt. Okay, große Linse auf einem langen Schaft. Alles klar. Okay, ich klicke hier wie ein Wahnsinniger, aber hier gibt es offenbar doch nichts noch. Nicht noch mehr. Große Linse auf einem Dreibein. Okay. Und die Linse ist hier oben auch ein bisschen ausgefahren, glaube ich. Okay, Linse auf einem Dreibein. Ich glaube, damit ist der Ritter jetzt aber fertig. Und ich glaube, da war ja was drin. Also ich glaube, der Ritterraum müsste fertig sein. Denke ich jetzt mal. Ne, das hatten wir schon. Das hier kann ich nicht mehr anklicken. Dreibein. Ja, prinzipiell. Aber das passt größentechnisch, glaube ich, nicht. Moment, eine Frage. Habe ich eigentlich hier geschaut, ob hier auch wieder so ein Ding ist? Okay, hier ist nichts noch zusätzlich drin. Oder kann ich das jetzt vielleicht wieder zurückschieben? Nee. Ja. Okay, das mit dem Dreibein, wofür brauchen wir das jetzt? Wahrscheinlich habe ich es eh schon einmal irgendwo... Dafür! Das... Ja! So. Genau das illuminiert jetzt. Was macht das? Also das ist richtig, aber... Oder? Ja, so ist definitiv... Es muss so rum richtig sein. Ja, der Lichtstrahl ist so auch sehr fokussiert. Gerne hier. Oh, Moment! Wir können das wieder rausgeben. Wir können das raus. Ich wollte gerade sagen, das schaut nämlich sehr nach dem aus. Und jetzt können wir hier eine Explosion erzeugen, oder was? Ja. Weil das schaut halt genau so aus. Ja, und jetzt... Boom. Mehr Boom, als ich dachte. Ich habe das ehrlich gesagt nur so spaßeshalber gesagt. Verzierter Kopf. Den müssen wir doch sicher irgendwie verändern. Aber ich sehe nicht... Ah, Moment. Ah, Hebel mit quadratischem Schaft. Oh, und ich weiß, wo der hinkommt. Und ja, das Teil deutet jetzt gleich auf etwas, was wir hier sehen werden. Und zwar
Alter, heute geht's ohne Tipps. Nice. Heute bin ich irgendwie besser im Rätsel. I don't know why. I don't know. So, und jetzt muss der Lichtstrahl ja für irgendwas gut sein. Auch wenn er gerade... Ach nee, verschwunden ist er nicht, aber... Oh, ich habe irgendwas gedrückt. Ich wollte eigentlich nur anklicken, aber ich habe gleich was gedrückt. Okay, wir schauen uns erstmal das an. Hä? War das... Das war doch auf der Seite, oder? Bin ich jetzt dumm? Das war doch hier, oder? Dach des Modells. Oh. War das timed oder warum war das vorher kurz verschwunden? Dach des Modells. Ich glaube, da müssen wir nichts mitmachen. Ich wüsste zumindest nicht was. Oh. Der Lichtstrahl geht genau hierher. Ich frage mich, ob der Lichtstrahl damit wirklich was macht. Aber womit sonst? Ach, Dach des Modells wird hier sein. Nee. Oh. Okay. Also ich habe das richtig verschieben müssen. Und jetzt... Oh, jetzt wird es noch mal ein Stockwerk größer. Ich finde ja so Dinge, die eigentlich größer werden. Also es gibt's ja auch in... Nicht in echt, aber es gibt es halt häufig in Fiktion. Also in andere auch, in Büchern und so weiter. Dass halt so... Gebäude irgendwie von drinnen größer sind als draußen. Gibt es ja zum Beispiel auch in Videospielen wie in Outer Wilds, hier Schwarzdorn und so weiter. Sachen, die halt von innen kleiner wirken als von außen oder umgekehrt. Finde ich nice. Meistens wirken sie von außen klein und von innen groß, aber hey. Okay, ja, ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Aber ich schätze mal, das wird richtig sein und das wird richtig sein. Und hier brauchen wir noch was. Und dann brauchen wir noch was. Oder müssen wir hier unten noch irgendwas machen? Hier müssen wir... Auch hier werden wir dann mit dem was machen müssen. Okay, ich kann hier... Ah, doch. Ah, man muss nochmal anklicken und jetzt... Ziehen alle Richtungen. Ah, Moment. Der Hebel muss hier, das hier muss zuerst wegkommen. Okay, dafür brauchen wir hier irgendwas. Wahrscheinlich auch so eine Treppe, die dann einrasten kann. Können wir irgendwo anders die Treppe stehlen? Schaut ehrlich gesagt nicht danach aus. Nee. Warum kann ich auch auf die Seite... Ah? Hä? Also, ganz ehrlich. Das hier oben wirkt verdächtig. Das wirkt sehr verdächtig, aber das auch. Oder sind die für später irgendwie? Müssen sie ja.
Okay. Ich hätte das mit keine Hinweise benötigt nicht sagen sollen. Ah? Ah. Ah, okay. Modell einer Treppe. Muss ich hier hinten jetzt noch irgendwie... Nee. Gut, das heißt, wir wissen, glaube ich, was los ist. So, dadurch geht der Hebel zurück. Wir können hier aufmachen. Hier ist das nächste Teil. Das, ja, okay. Also, einfach an der Stelle ein bisschen wild klicken. Eine von den Dingen wird schon anklickbar sein, hat geholfen. Sonst scheint aber nichts mehr zu sein. Und... Moment, und... So. Ah, okay, dass das nicht irgendwie mir angezeigt wurde, ist weird, aber okay. Okay. Oh Gott, nein, so ein ähnliches Spiel, wo man hier sowas nach da bringen muss und die kann man nur in eine Ebene verschieben. Genau sowas hat meine Nichte neulich mal mir gezeigt und ich habe so abgeschissen. So hart abgeschissen. Ist eigentlich schon verboten. Gehört. Alter, ich bin bei sowas ganz schlecht. Hä? Achso. Hä? Achso. Ja, okay. So. Okay. Das ist ja geil. Hä, wie soll denn das gehen? Ach, man muss das hierher und das hier runterbringen. Und nee, jetzt funktioniert es auch nicht. Ah doch, und jetzt funktioniert es auch nicht. Doch, es funktioniert. Und zwar, wenn man es so macht. Und man muss das Teil hier rüber bekommen. Doch, und das funktioniert so. Jetzt kann man das Teil hier runter bekommen. Das Teil hier runter und die beiden und jetzt ist durch. Alter Schwede. Ich habe, wie ich damals das mit meiner Nichte gemacht habe, vor nicht allzu langer Zeit, habe ich tatsächlich, glaube ich, 3 oder 4 so Rätsel gemacht und dafür habe ich über eine Stunde gebraucht. Aber die waren noch ein bisschen schwieriger als das, muss ich sagen. So, zepterartiges Objekt. Okay, zepterartig ist auch interesting. Oh. Linse auf einem langen Schaft. Oh, ich glaube... Oh, Linse! Das ist das hier. Ich denke mir, das schaut aus wie ein Mensch. Vielleicht so wie... Das hier ist so dieses typische hier Priestergewand aus alten Zeiten. Hier nur so halt mit bis zu den Oberärmeln und dann halt hier. Ja, okay. Aber es ist eine Linse. Ja! Moment.
Okay, also gefühlt. Muss das Teil. Also das hier, wir den Lichtstrahl haben, ist schon mal gut, aber gefühlt. Da gibt es hier noch. Ah, hier gibt es noch mehr. Ja. Das ist fast immer so. So, das hier ist Teil eines Turms. Oh, und die beiden. Die beiden können wir jetzt zusammensetzen. Ah, ja, genau. So, Turmmodell. Und wir wissen natürlich, wo das hinkommt. Nämlich hier drauf. Ach so, jetzt müssen wir... Alter, das Schrauben in dem Spiel ist halt echt ein bisschen ätzend. So. Ah, und jetzt müssen wir mit diesen Prismen... Ja, okay. Das ist dann relativ klar, was wir tun müssen. Und rein in das Loch. Und jetzt kommt hier was, oder? Oh, Moment. Nee. Hä? Okay. Was ist das jetzt? Hä, ist das jetzt zufällig oder gibt es da irgendwie einen Hinweis für? Das hier sind 5, das hier sind 6, also das ergibt auch nicht so viel Sinn. Hä, aber es gibt hier nichts. Hä? Bin verwirrt. Bin sehr verwirrt. Warum ist jetzt hierfür keine... Moment, vielleicht von den Flaschen? Nee, Dreieck-Ding. Nee, das ist nicht dasselbe. Hier sind auch keine Symbole drauf. Hierauf war auch nichts. Ja, das hier, aber das ist jetzt, glaube ich, nicht wirklich ein Hinweis. Oder hier bei diesen Hunden. Aber die kann ich auch nicht mehr genau anschauen. Und das ist zu klein, dass man das vernünftig erkennt. Okay. Hä, wo ist da der hin? Wo ist da, bitte? Wo ist da der Hinweis drauf? Vielleicht auf der anderen Seite oder was? Aber auch mit Zeit ergibt es hier keinen Sinn. Hier, ich meine, hier waren auch Symbole, aber jetzt auch nicht so wirklich. Also von daher. Ich will halt wissen, was auf der Seite des Dings ist. Aber nee, hä? Wo? Ah, Moment, vielleicht. Nee, da sind auch keine Symbole. Das werden wir dann wahrscheinlich bekommen. Hä, aber. Nee, vielleicht der Typ da oben an der Wand. Moment, ja, hier gibt's das Zeichen.
Aber schon, sonst schaut es dahingehend auch eher mau aus. Ja, ich konnte das hier anschauen. Aber ich verstehe nicht, wie wir auf die Symbole kommen sollen. Also ich mache den Hinweis jetzt nicht, weil ich nicht weiß, was weitergeht. Aber ich will wissen, die Schilder an der linken Seite können gedrückt werden. Ja, aber was ist mein Hinweis darauf? Was ist denn mein Hinweis? Oder ist das jetzt wirklich einfach nur Trial and Error? Weil gefühlt, hier leuchtet das auch die ganze Zeit so ein bisschen auf. So ganz schwach. Aber woher soll ich die Reihenfolge wirklich wissen? Okay, wir warten noch den nächsten Hinweis ab, weil ich will ehrlich gesagt das mit der Reihenfolge vernünftig hinkriegen. Keine Ahnung. No chance. Wo ist die... Ich kann hier oben auch die kleinen Türme nichts mehr anklicken. Doch, den kann ich noch anklicken. Aber hier ist weder Hinweis... Oh, ich bin aus dem Spiel rausgeklickt, irrtümlich. Also ja, ich kann den noch anwählen, aber hier ist auch kein Hinweis da drauf. Oder ist der vielleicht irgendwie draußen beim Ritter? Ritter vielleicht irgendwie so? Ich muss die Schilder in der richtigen Reihenfolge drücken! Willst du mich verarschen? Ja, wo steht diese Reihenfolge? Es gibt auch keinen dritten Hinweis mehr. Es gibt immer nur zwei zu jedem Ding. Das heißt, es ist wirklich Trial and Error, oder was? Eins, zwei, drei. Nein. Wenn es wirklich Trial and Error ist. Natürlich. Okay, jetzt haben wir es aber immerhin. Ist der... Kann man irgendwie auf die Reihenfolge draufkommen? Oder ist das wirklich nur random? Weil wenn es wirklich nur random ist, wäre das ein bisschen enttäuschend. Oh. Oh. Hier Mühlrad. Oh. Quasi ein Hamsterrad, okay. Holzgriff. Das schaut sehr intricate aus. Auch noch ein Brief. Seltsamer Schlosstechnik. Okay, die schauen wir uns gleich an. Zuerst lesen wir aber den Brief. Architektur. Für die einen sind es nur Konstruktionen aus Steinen, Lehm und Mörtel. Für mich sind es Organismen sowie lebende Wesen. Ich habe eine ideale Stadt für Ludovico Sforza erschaffen, sowie auch eine bemerkenswerte Brücke, welche über den Bosporus in Konstantinopel führt und Europa mit Asien verbindet. Ich habe durch die Architektur von Florenz auf der Suche nach einem Ort gesucht, um meine größte Arbeit sicher zu verbergen. Der Baggia Florentina Turm hat sich als ideal erwiesen. Okay. Okay, wir können da nicht mehr hochklicken. Okay, also. Wenn irgendwas sich verbirgt, dann hier. Und ich glaube auch nicht. Wir schauen sich jetzt halber mit den Gläsern drauf. Nope. Na gut. Ein Holzgriff. So weit, so unspektakulär. Und das hier schaut besser aus. Seltsamer Schlossmechanismus. Holzgriff. Ah, Moment, Schlossmechanismus ist der hier. Ja, und der wird dann hier angedingselt. Ah ja, oder so reingesteckt.
Oh, okay. Müssen wir nur die... Ah, Moment, die beiden schauen gut aus. Die beiden schauen... Na, wobei nicht ganz gut. Ja, die Farbe muss halt immer stimmen. Oh, so wird die Farbe stimmen. Jetzt müssen wir hier nur noch was mit Rot unten finden. Ah, umgekehrt. Nee. Oder gibt's hier was? Oh. Nee? Fast? Hm? Versuch mal verschiedene Kombinationen. Oder... Nee, hier muss ich einfach nur die richtige Kombinationsmöglichkeit haben. Oh, das ist richtig. Okay. Oh ja, das haben wir schon gedacht, dass hier eine Kugel jetzt kommt und das jetzt angetrieben wird. Wofür ist das gut? Ah, und hier, hier gehört die Holzkurbel rein. Und jetzt können wir kurbeln. Und jetzt sollte alles aufgehen, oder? Das war's mit dem Raum. Und jetzt ist es hier oben. Und rollt einmal komplett durch. Ich glaube, wir haben tatsächlich nach wie viel? 3 Folgen gefühlt diesen Raum komplettiert. Weil das müsste gewesen sein. Nice. Ich weiß immer noch nicht, was auf der Seite von dem Ding ist. Und die Reihenfolge ist ein bisschen strange, aber okay. Weiter geht's! Und offenbar in eine Gruft oder so? Der Ritter hat schon ein bisschen gruselig gewirkt, aber was ist jetzt? Okay. Okay, wieder ein großer Rätselraum. Meister Da Vinci wird verfolgt. Er muss diesen Raum passiert haben. Aber wohin ist er dann gegangen? Eine der Kriegsmaschinen, die Leonardo für Cesare Borgia erfunden hat. Ha? Okay, das klappt so nicht. Dafür fehlt uns, glaube ich, noch irgendwas. Ja. Schauen wir mal von rechts nach links uns einmal durch. Hier brauchen wir was, damit das aufgeht. Moment. Da war doch gerade was. Hier? Da war was, also... Können uns nicht um... Ah doch, können wir. Und wo ist hier der... Die Zeichnung, die versteckte? Okay, eine der Kriegsmaschinen, ja. Ich würde gerne wissen, wo hier die Zeichnung ist, weil gefühlt ist sie dort, aber ich kann dort nicht hinklicken. Naja. Okay, das hier wird sicher auch nochmal eine Rolle spielen, die Dinger. Okay, hier ist mal ein Brief. Ihr wurdet gewarnt, aber ihr wolltet nicht hören. Jetzt werden eure Klagen und Erklärungen zu spät kommen. Ihr werdet bald entdecken, wer der Bessere ist. Ich werde denselben Fehler nicht noch einmal machen. Ich kenne euer Geheimnis. Und wieder Celan oder Stefan oder wie auch immer. Oh, Würfel. Okay, das wird wahrscheinlich auch ein Rätsel sein. Mich würde es wundern, wenn wir die Kriegsmaschine nachbauen können.
Aber hier können wir uns zumindest einigermaßen umschauen. Okay, dann schauen wir mal den Würfel an. Ah! Ha? Okay. Man kann den so komplett rausziehen, das ist cool. Jetzt den hier. Ich weiß nicht, ob der überhaupt geht. Doch, so. Ha! Cool. Bisschen was von einem Rubik's Cube, aber wahrscheinlich auch nur, weil er ein Cube ist. Kleine Metallschlüssel. Ich glaube, da kann man nicht mehr viel verändern. Gut, dann hier rüber. Die Pläne konnten wir uns, glaube ich, nicht anschauen. Ich schau noch mal kurz zurück. Aber die Pläne, nope. Okay, dann hier. Ach, das ist ein Reset-Hebel. Hä? Okay, jedes Mal, wenn ich da durchfahre... Oh, das könnte interessant werden. Wir schauen uns weiter um, weil das ist, glaube ich, ein schwieriges Rätsel. Okay, ich glaube, wir müssen nochmal an den Anfang zurück. Und schauen uns jetzt erstmal da links um. Keine Blaupausen. Hier drüben. Oh. Okay. Metallkreuz. Das hier ist sicher auch ein interessantes Rätsel. Okay, hier können wir drehen. Metallkreuz. Das schaut auch so aus, als könnten wir damit nicht großartig irgendwas verändern. Oder können wir das irgendwie da drauf pappen oder so? Nee. Ich meine, das haben wir auch hier gefunden, also. Ist, glaube ich, eher unwahrscheinlich. So, natürlich. Das hier. Was auch immer das hier ist. Ah, hier ist die Blaupause. Für einen Sichelstreitwagen. Krass. Errungenschaft Sichelstreitwagen. 4 von 6. Also wir sind, glaube ich, schon über der Hälfte des Spiels. Aber ich meine, gut, wir haben jetzt an dem letzten Raum auch relativ lange gebraucht. Oh. Okay, aber ich glaube, müssen wir hier vielleicht rausfinden, weil, oh, wir müssen wahrscheinlich komplett unterschiedliche Dinge haben. Naja, wir müssen wahrscheinlich wirklich komplett unterschiedliche Dinge haben. Ja, nee. Und vielleicht eins noch? Oh ja, so sind... Nee, so sind nicht ganz unterschiedliche Dinge. Ja, so aber. Nein, so auch nicht. Shit. So aber. So sind jetzt nur unterschiedlich, oder habe ich irgendwas noch nicht... Oh, ich glaube, das gehört so fein justiert. Oh,
Aber ich glaube, das gehört über eine Drehung weiter feinjustiert. Das hier. Okay, ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt korrekt ist. Okay. Ja, aber warum wird... Ich kann das nicht genau feinjustieren. Oder wird das immer ungenauer? Eigentlich nicht. Das hier wird mit dem ungenauer. Ah, okay. So, oder? Jetzt haben wir aber nur unterschiedliche Dinge. Ich verstehe. Ich verstehe noch nicht ganz genau, was wir da machen müssen. Aber das wird vielleicht noch. Ha, Moment. Schädel, Schädel, Schädel. Oh, müssen wir da nur Schädel hinkriegen? Haben wir überhaupt überall Schädel? Können wir mal... Ja, okay, wir haben überall Schädel. Ich glaube, wir müssen hier überall Schädel hinkriegen. Okay, es ist die Reihenfolge immer dieselbe. Das würde es vielleicht ganz einfach machen. Okay, Moment. Okay, und jetzt? Achso, nein. Okay, vielleicht jetzt? Oh ja, vielleicht jetzt. Who knows? Okay, aber das kann jetzt schon nicht aufgehen. Das kann jetzt schon nicht aufgehen. Vielleicht jetzt einmal komplett in die Richtung drehen. Oh ja, das könnte klappen vielleicht. Ja, und jetzt nochmal eine Drehung. Komm. Ja. Und? Nein, du bist nicht der Schädel, du bist das scheiß Seepferdchen. Also eines ist immer das Äußere und das Mittlere. Okay, wir schauen uns vielleicht zuerst ein anderes Rätsel an. Zum Beispiel das auf der anderen Seite, weil das sah zwar jetzt auch nicht einfach aus, aber... Das halt wirkt halt schon noch mal ein bisschen hart schwer. Okay. Soweit so easy. Moment. Ich glaube, ich hatte es fast. Okay, jetzt bin ich hier stuck zum Beispiel. Okay, ich glaube, wir... Nein, bleib doch da. Nein, ich habe die falsche Taste nur gedrückt. So.
Gehen wir mal umgekehrt an die Sache ran. Wenn wir da sind, muss das hier schräg stehen. Das muss schräg stehen. Das muss so stehen, wie es ist. Also wir müssen einmal hier durch. Und wahrscheinlich von unten. Wir müssen von unten einmal hier durch. Und müssen wir nicht quasi dasselbe machen wie gerade, nur dann einmal von unten da durch? Jo, aber dafür müssen wir das drehen. Okay. Gehen wir es, wie gesagt, von der anderen Seite an. Das hier schräg. Okay, also... Okay, ich versuche es einfach nochmal. Das hier muss auf jeden Fall schräg stehen. Das hier muss... Wie gesagt, von unten würde beide schräg drehen. Das hier drehen, das hier drehen. Dann einmal so. Also wir müssen die... Also wir müssen, wenn wir hier sind, diese vier alle auf waagerecht haben. Wenn wir hier sind. Das heißt, wir müssen hier hinkommen, ohne durch die beiden durchzugehen. Was schwierig sein wird. Okay, nee, wir müssen hier durch. Moment. Ja doch, oder? Okay, wir haben es, glaube ich, oder? Okay. Das war nicht schwer. Okay. Alles klar, das war jetzt echt nicht schwer. Okay, let's go. Smaragdbesetzte Goldeinlage. Okay. Also, wenn man einmal rausgefunden hat, wie die letzten vier stehen müssen, war es easy going. Smaragdbesetzte Goldeinlage. Das schaut nicht so aus wie das, was wir da hinten gebrauchen können. Nee. Das. Ah, das Kreuz aber vielleicht. Versuchen kann man ja mal. Okay, da kann ich auch nicht mehr hin. Also ich glaube, wir müssen jetzt das andere Rätsel machen. Was schon mal nicht so nice ist. Oh, apropos. Nee, aber hier ist ja kein Schlüssel. Wie kriegt man das dann überhaupt auf? Ich glaube, dafür muss man zuerst dann dem Teil selber irgendwas machen. Schädel, Schädel, Schädel. Oh, Moment, vielleicht kann man die hier einsetzen? Nee. Ah, doch, hier wahrscheinlich, oder? Nee. Hä? Bin verwirrt. Also hier kann man so Sachen auswählen. Das... Da wird mir gezeigt, ah, es klappt nicht ganz. Aber warum wird mir das überhaupt gezeigt, dass es nicht ganz klappt? Hm. Okay, also ich glaube, wir müssen vielleicht uns wirklich an dieses Rätsel halten. Jetzt einfach das hier komplett einmal rumdrehen, wird wahrscheinlich nicht klappen.
Ah doch, wird es. Wir müssen nur mit dem hier entgegensteuern. Kurz vor knapp. Hoffe ich jetzt einfach mal. Ah, bisschen mehr mit dem gegensteuern. Ich hoffe, das klappt so in etwa. Dass hier keine Einrastpunkte gibt, ist halt... nee. Ich glaube, ich muss aber so irgendwie jetzt feinmotorisieren. Ein bisschen noch. Und? Nein, um eins zu weit. Oder zu wenig weit. Aber theoretisch müsste es nur mit den beiden gehen. Man müsste sich nur die Reihenfolge vielleicht merken. Alter, fast. Also die beiden drehen sich auseinander und die beiden drehen sich auch auseinander. So kann... Es ist jetzt halt wirklich nur Friemelarbeit gefühlt. Aber gefühlt kommen wir immer mit dem Ergebnis rum. Oh ja! Ja? Oh, Moment, haben wir es? Nein, wir haben es genau nicht. Ha, wir hatten es doch fast. Okay, das fuckt mein Brain so ein bisschen hart. Aber... Okay, ich glaube, ich muss mal die aufzeichnen. Also die Reihenfolge von denen, weil die Reihenfolge ist ja, glaube ich, immer gleich. Hier von links nach rechts, Schädel, Katze, Seepferdchen. Ja, und dann müssen wir die beiden einfach genau konträr machen, während das hier ein Schädel ist. Und dann kann ich es einfach umdrehen. Die muss ich dann einfach nur konträr und nicht so wie jetzt quasi gleich. Muss, glaube ich, einfach ein bisschen mehr drehen. Oh ja, ich glaube, jetzt könnte ich es so in etwa haben. Nein, ich komme wieder zu dem Ergebnis. Okay, ich werde es mal versuchen, beide nur von mir wegzudrehen. Okay, aber nee, ich muss das zu mir herdrehen. Das klappt sonst nicht. Und jetzt muss ich auch das zu mir herdrehen, oder? Jetzt muss ich auch das von mir wegdrehen, aber es ergibt auch keinen Sinn. Ja, ich glaube nicht, dass der Hase genau das Konträre ist.
Also wir kommen immer zu dem Ergebnis gefühlt. Okay, okay. Folgendes. Ich probiere jetzt mal, ich fange an in dieselbe Richtung. Also das von mir weg. Und das von mir weg. Und jetzt das zu mir hin. Und das zu mir hin. Okay, so klappt es nicht. Also andere Richtung. Das zu mir hin. Und am Anfang jetzt das von mir weg. Und jetzt wieder das von mir weg. Und das zu mir hin. Alter, es klappt einfach nicht. Okay, vielleicht habe ich noch einen Wurm drin. I don't know. Ich würde sagen, wir sehen es uns beim nächsten Mal an, weil wir haben heute in dem letzten Raum echt genug Rätsel selbstständig gelöst. Und das würde ich sagen, reicht fürs Erste. Wir sehen uns nächstes Mal wieder bei Let's Play The House of Da Vinci. Bis dahin, schönen Sonntag noch und tschüss, Leute.